Im Prinzip fehlt an jedem Ding eine Scheibe. Das Problem ist jetzt nur, wo sind diese Scheiben? Er hat einen Arsch voll Streichhölzer und kann sie nicht benutzen. Mal gerade gucken, ob der Hund auch bis hierhin kommt. Oder ob ich hier halbwegs safe bin. Mal kurz warten. Aber das ist aber nicht schön, Komark. Nee. Bis hierhin scheint kein Hund zu laufen. Also in der Mitte läuft einer, ne? Das wissen wir. Aber hier bis rein kommt keiner. Bis später. Können ja mal eben durchs Fenster gucken, ob wir hier irgendwo Platten sehen. Wo sind diese Räder? Kann mal einer gucken? So ein Scheiße, ey. Aua. So, da oben waren wir auch schon. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass sie irgendwo liegen. Aber es ist wohl nicht so. Die liegen hier nirgendwo. Diese Maschine scheint eine der Röhren mit Strom zu versorgen. Ach, gucke mal. Doch. Die geht. Gucke mal. Geht ja doch. Sollten wir vielleicht noch mal nach drüben in die andere reingehen? So, der Hund war gerade im Gebäude. Jetzt rennt er einmal oben lang. Ist das ein Krampf hier, oder? Da läuft der Hund. Lass ihn mal zurücklaufen. So, jetzt läuft er zum Haus. Und er läuft weg.
An dem Schalter fehlt eines der Zahnräder. Genau, hier fehlt eins. Hier fehlt eins und hinten fehlte auch irgendwo eins. Eieieiei. So, jetzt müssen wir eben warten, bis der Köter weg ist. Wir dürfen nicht vor der Tür stehen bleiben. Aber wenn wir vor der Tür stehen, dann kriegt er uns. Da kommt er. Alter, der kommt sogar richtig rein hier. Ich weiß ja nicht, wie weit der hier reinrennt, ne? Oh, wir rennen erstmal da rein. Okay. Ich habe übrigens gerade ein Rad gefunden. Eins von ihnen. Und das zweite ist auch hier. Gucke da. Gut, da würde ich sagen, wir schleichen uns wieder hinten rum. Oder? Mal kurz warten. Also sie sind beide hier drin, die Räder, die wir brauchen. Mal kurz gucken, wo der Hund ist. Wir wissen ja, dass die auch hier langlaufen. Ja. So. Gehen wir einmal hinten rum. Vorsichtig.
Jetzt mal eben warten, weil der läuft, lief ja, glaube ich, bis da vorne hin, ne? Gucken wir mal kurz. Genau, da ist er. Jetzt geht er einmal rein, dreht sich. Oh nein, das gehört nicht hier rein, das gehört ins andere. Das heißt, wir müssen mit diesem Rad auf die andere Seite. Was ignoriert? So, jetzt beten, dass er uns nicht sieht. Naja, er hat uns nicht gesehen. So, das Ding ist ja am Laufen. Wo war denn der nächste? Da oben, ne? Da oben. Mal kurz warten. Ich weiß nämlich nicht, ob der da hochgegangen ist. Aber ich glaube nicht, ne? Ach genau, das war ja hier. Nee, ich glaube, hier bin ich falsch. Genau, hier waren wir ja falsch. Ja, aber wir können ja jetzt hier nicht über Ideen sprechen. Das macht, glaube ich, wenig Sinn, du. Nicht im Stream. Boah. Der Hund läuft jetzt dahin. Ja? Was denn? Ich dachte, jetzt kann ich da. Aha. Und die nächste läuft.
Jetzt holen wir uns die letzte und pflanzen die in die andere ein. Noch kurz warten, bis der Köter vorbei ist. Müsste aber eigentlich jeden Moment kommen, oder? Na, Hundi, Hundi. Ich meine eigentlich, dass er hier vorbeiläuft. Bei dem Geräuschpegel könnte man auch meinen, dass die Vogelscheuche vor allen Dingen. Die Vogelscheuche gleich um die Ecke kommt. So. Ich glaube, hier kam ja eh keiner vorbei. Hallo. So, jetzt musst du wieder hier auf die andere Seite. Nee, hier lief er ja, glaube ich. Da hinten mussten wir hin, ne? Hm. Ja. Alles klar. So, warten wir kurz, bis der Hund weg ist. Und dann schleichen wir uns und holen uns das zweite Rad. Das zweite Rad ist ja für das Gebäude, was wir da vorne haben. Meine Güte, ey. Ich hoffe, das war's dann auch mit den Hunden. So, jetzt geht er erst zum Gebäude. Und dann geht er hoch. So, wir gehen jetzt hier rüber. Huhu. So, wo wollten wir? Wir sind ja hinten rumgelaufen. So, hier liegt ja noch die zweite Scheibe drin. Ich weiß es nicht. Hängt von meiner Dummheit ab, würde ich meinen. Ich habe es mir bei noch niemanden angeguckt, weil ich es ja selber noch spielen wollte. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Das ist echt eine gute Frage. So, jetzt mal schnell hier rum. So, Rädchen Nummer 2. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Könnt ihr mir mal kurz helfen? War das Haus gegenüber noch aus oder hier neben uns? Hier rechts war noch aus, ne? Oder? Das da müsste aus sein.
Obwohl, nee, da ist doch das Ding drin, oder? Nee, ach nee, das ist drüben. Das hier ist mein Erbe. Dieses schräge Haus. Grundstück. Und alles, was dazugehört. Genau, wir mussten ja jetzt warten wegen dem Köter. Weil ich nicht weiß, wann der hier ums Eck kommt. Ja, dann wird da wohl noch ein bisschen was kommen. So, komm. Hundi, lauf. Lauf da rein. Hallo, ich hab doch ne. Und ich verstecke mich direkt mal hier hinten in der Ecke, weil Hundi kommt bestimmt gleich wieder. So, jetzt müssten eigentlich alle drei an sein. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück. Und ich glaube, wir müssen sogar noch rüber. Aber erstmal warten wir, genau, bis der da kommt. Und dann schleichen wir uns hintenrum wieder raus. Mein Gott. Hier müssen wir jetzt warten, bis der einmal hochgelaufen ist. Ich traue den Hunden nicht. Ich warte lieber einmal länger. Ne? Dauert zwar ein paar Minuten länger, aber so überleben wir ein bisschen länger. So. Jetzt einmal rüber. Nee, das ist er nicht. Da oben ist er. Das Ding hier müssen wir rein. So. Das Portal scheint jetzt wieder zu funktionieren. Bleibt nur zu hoffen, dass die eingestellte Kombination auch die richtige ist. Oh, ich bete dafür. Nein, geh nicht ins Licht. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Alter, auf das genehmige ich mir meinen Chip.